Servus Leute, willkommen zum nächsten Glitch-Video. Diesen Glitch könnt ihr nutzen, um Geld zu machen, beziehungsweise alles, wo eine Mengenangabe dabei ist. Ihr könnt nicht direkt Kronkorken glitchen, aber ihr könnt andere Sachen haufenweise glitchen, die ihr danach für Geld verkauft. Funktioniert folgendermaßen: Ihr braucht den Hund als Begleiter. Schicken wir den ein bisschen weiter weg. Lässt sich vom Timing besser planen. So, jetzt ist der Köter da hinten. Wir gehen ins Inventar und droppen mal, keine Ahnung, was nehmen wir denn? Dann nehmen wir mal die 38er. Ablegen, alles annehmen. So, da ist die Schachtel. 3759 Schuss. Jetzt sage ich dem Hund, hey, Junge, er soll es aufheben. Schnapp's dir. Geh auch dahin und nimm's mit ihm gleichzeitig auf. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Nein, hat es nicht. Moment. Wir schicken ihn wieder weg. Ist nichts Schlimmes. Besser er hebt's auf als ihr, weil dann müsst ihr es wieder droppen. Also, und jetzt hol. Diesmal war ich zu schnell, glaube ich. Oder? Nein, er hat gedroppt, aber wie ihr seht, eine einzelne Patrone hat er jetzt hingeworfen. Also, wir gehen wieder in den Pip-Boy und schmeißen genauso alles wieder raus. Ganz wichtig, ihr schmeißt dieselben Patronen wieder komplett raus. Boots, da liegt die Schachtel. Ihr speichert. Ihr müsst beim Speichern einen Spielstand überschreiben am besten. So, jetzt geht ihr wieder ins Pausenmenü und beendet das Spiel, bis ihr im Hauptmenü seid. Im Hauptmenü geht ihr wieder auf Laden. Ich habe jetzt mehrere Accounts, deswegen gehe ich auf den, bei dem ich gerade war, aber ihr könnt natürlich einfach direkt zu eurem gehen. Und ladet das Spiel, was ihr gerade gespeichert habt. Wir sind zurück im Spiel. Und wie ihr seht, habe ich da jetzt eine Schachtel mit 3759. Und hier eine Schachtel mit 3759. Hat sich einfach verdoppelt. Wir können das Ganze jetzt aufsammeln. Gehen in unseren Pip-Boy. Gehen auf Munition. Wie ihr seht, Alien Blaster Munition habe ich auch schon ausprobiert, also es funktioniert definitiv. Und da seht ihr es, jetzt habe ich 7500 Schuss. Ich hoffe, es hilft. Ganz wichtig, befolgt die Schritte nacheinander. Ihr müsst den Hund haben und ihr könnt alles doppeln, wo eine Mengenangabe steht. Also vielfach doppeln. Alles andere könnt ihr halt einzeln doppeln, aber das dauert zu lang mit dem Speichern und Laden. Würde ich euch nicht empfehlen, aber machen könnt ihr es natürlich trotzdem. Da man Kronkorken nicht droppen kann, kann man sie auch nicht doppeln, aber ihr könnt ja Munition als Währung benutzen. Von daher habt ihr dann auch keine Probleme mehr. Das war's von mir. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.